Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Need for Speed Most Wanted. Ich habe gerade nochmal das Super Sampling ausgeschaltet, wodurch vielleicht jetzt ab und zu mal so ein paar Kanten zu sehen sind, aber meine Grafikkarte bügelte auch nochmal ein bisschen drüber. Von daher sollte da nicht ganz so viel zu sehen sein. Ich hoffe, dass die Lags dadurch nochmal reduziert werden. Und ich starte jetzt mal einen neuen Versuch, weil mit dieser Karre habe ich da einfach keine Chance. Da muss ich möglichst schnell, also ich würde Event verlassen machen, aber ich weiß nicht, ob ich dann sofort von der Polizei zerlegt werde und gefangen genommen werde. Deswegen mal einfach mal ein neuer Versuch. Und schau mal, was da passiert. So, ich überspringe die Szene mal. So. So. Ja, das war sowas von klar. Ey, aber ich könnte doch fahren, oder? So. Nein. Ey, dass der an jeder Kante kaputt gehen muss. Das ist so nervig. So, mal gucken. Ich glaube, ich mach Event verlassen, weil das wird eh nix. Na super. Ja, schönen Dank auch. So. Okay, es gibt immer noch Lag Spikes. Zentrale, ich habe den Verdächtigen verloren. 10-4, Rastversuche genehmigt. Kann man sich eigentlich hier verstecken? Zentrale, brauchen einen Perimeter und eine Rastersuche, um ihn zu finden, over. Ich warte jetzt einfach mal, bis die Polizei hier vorbeifährt. Falls Züge vorbeikommen sollten, kein Problem. So, jetzt fahre ich in die andere Richtung, damit es nicht auffällt. Super, so sinkt das schon mal. Das Fahndungslevel. Zentrale, bitte kompletten Perimeter und Rastersuche. Over. Achtung, Einsatzleiter empfiehlt für die Suche auf Code 2 zu gehen. Over. Verdächtiger ist weg. Streifendienst fortsetzen. Juhu. Zentrale, brauchen mehr Meldungen. Habe Einsatz bei Kreuzung verloren. Funkverkehr. Wie wär's, wenn wir jetzt mal nach einem neuen Wagen suchen? Das finde ich sinnvoll. Autolock-Alarm. Wagen. Aston Martin. Alter, der eine Kackbeschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Und die Steuerung ist noch schlechter. Und das Gewicht ist auch höher. Das Einzige ist, er ist ein bisschen robuster. Nö. Ah, hier steht ein Porsche. Wagen zu wechseln? Nein, ich will vielleicht mal Wagen vergleichen. Porsche. Was fahre ich denn gerade?
Warte mal. Ich komme mit diesem Easy-Menü noch nicht ganz so klar. Fahre ich gerade den Back Mono? Ja, ich fahre den Back Mono. Ja, okay. Und das ist jetzt der Porsche. Ich habe von Autos keine Ahnung, deswegen fällt mir das so schwer. Okay, da ist die Beschleunigung ein bisschen geringer, das ist kein Problem. Die Höchstgeschwindigkeit ist besser. Die Robustheit auch. Das Gewicht ist höher. Dass das Gewicht höher ist, ist nicht schlimm. Steuerung ist schlechter. Ich suche mal trotzdem noch ein robusteres Modell. So. Weil eigentlich gefällt mir das hier von der Höchstgeschwindigkeit und so ein Zeug schon. Ich suche halt nur noch einen, der noch ein bisschen robuster ist. Vielleicht so einen schönen Lamborghini oder so. Mal schauen. Ich versuche mal ein bisschen die Augen offen zu halten. Stört eigentlich die Kantenglättung, dass ich die ausgeschaltet habe? Also beim Fahren stört es mich nicht besonders. Weil ich auf andere Sachen achten muss. Also der Wagen ist schon schön schnell, aber er geht leider so schon schnell kaputt. Ah, das ist ein Polizist. Hoffentlich stürzt dem nicht, wenn ich hier mal lang fahre. So. Ah, da ist eine schöne Rampe. Okay. Warte, für Schilder gibt es ja auch. Für Schilder. Oh. Den hätte ich ja beinahe übersehen. So, mal gucken. Wagen. Lamborghini. Lamborghini Diablo. Okay, von der Beschleunigung nur ein bisschen schlechter. Höchstgeschwindigkeit ist super. Steuerung ist auch super. Gewicht ist höher. Ist okay. Gelände, ja. Ist halt kein Geländewagen, ne? Robustheit, ein bisschen höher. Den nehme ich doch. Hallo? Zum Wagen hätte ich gerne. Oder kann ich den noch nicht haben, oder was? Nee. Ach, den Wagen kann ich nicht haben, weil ich den kaufen muss, oder was? Wollen die mich eigentlich verarschen? Das ist doch alles nur... Oh, Abzocke. Und warum laufen hier eigentlich gerade zwei Musiken gleichzeitig? Achso, das... Okay, das war die Musik von dem Wagen. Also, den Wagen hätte ich schon verdammt gerne. Aber dafür müsste ich nochmal zusätzlich Geld ausgeben und ich glaube, das mache ich dann eher nicht, sondern das mache ich dann eher für Need for Speed Rivals oder vielleicht The Crew. Ich habe mir vor, The Crew zu holen. Ui, macht das Fun. Hallo? Ich wollte schon früher abbiegen. Mann, der reagiert manchmal nicht. Das ist so ein Scheiß.
Deswegen habe ich auch manchmal Probleme mit dem Kurven. So. Jetzt, bevor der Wagen Schrott ist, mal umlackieren. Okay, wir suchen uns einen anderen Wagen. Ja, da steht einer. Auch ein Lamborghini. Ich wette, den kann ich auch nicht kaufen, ne? Obwohl, nee, den kann ich... Den kann ich wechseln. Kann nicht. Wagen. Lamborghini. Hä, was? Welchen habe ich denn jetzt hier? Egal. Lamborghini Gallardo gefahren. Ah, ja. Schön. Okay, man merkt, dass das Ding auf jeden Fall schwer ist und es damit schwerer ist, weite Sprünge zu machen. Okay, würde ich sagen, machen wir ein Rennen, ne? Ach ja, ich glaube, ich muss mir erstmal so ein paar Speedpoints verdienen und damit Eindruck schinden. Und, aber das Problem ist auch, dass ich mit jedem Wagen andere Rennen fahren kann, muss, wie auch immer. Und somit es insgesamt häufig vorkommt, dass man seine Wagen wechseln muss. Das ist ein Nachteil. Aber der Vorteil ist, man muss sich nicht jeden Wagen kaufen, weil die überall rumstehen. So, von daher. Wir fangen erstmal ein bisschen einfacher an. Ey, diese Typen können echt nicht auf den Verkehr achten, ne? Solche Spasten. Nein. Aber die Leg-Spikes sind weniger geworden, ne? Warum muss ich es auch sagen? Okay, der Wagen steuert sich halbwegs schön. Oh nein, ich werde von der Polizei gejagt. Warum denn? Ich habe kurz nicht auf die Straße geguckt, sondern mir die Schrift durchgelesen. Und schon fährt man wieder in den Wagen rein. Ich hasse es, Mann. Halt, da stand ein Wagen. Wechselstellen gefunden, 7. Ah ja. Schön. Da stand doch noch ein Wagen, oder? Wechselstellen gefunden, Speedwall, okay. Halt! Ich will da mal kurz oben drüber springen. Yay! Super. Und... Oh nee, das ist ein schwereres Rennen.
Das andere wäre erst ein bisschen weiter gewesen. Egal, Leichtbau, Chassis und Rennreifen. Na gut. Oh, ich hab kurz nicht aufgepasst. So. Alles wird schon. Na komm, nicht drängeln. So. Na gut, super, jetzt spielt noch die Polizei mit. Was? Also das Handling ist hier manchmal schon irgendwie dämlich. Vor allen Dingen mit diesen Lex-Spikes. Nicht drängeln. Ich weiß nicht, wo lang. Na toll. Ich sehe keinen Kontrollpunkt. Na toll, da ist der nächste Kontrollpunkt. Willst du mich eigentlich verarschen? War eben so gut. Ach, das ist ein Rundkurs. Na gut, dann habe ich ja noch ein paar Chancen. Zentrale, könnt ihr alle Sekunde Einsatz abbrechen? Wir müssen diese Kerle stoppen. C4, Einsatzleiter, schickt weitere Einheiten. Leck. Verstanden, Situation aktualisiert. Die Street Racer sind einfach an uns vorbei. Ja, hallo, wir heißen ja auch Street Racer, Mann. Wir halten nicht für Bullen an. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann fahre ich das Rennen eben nochmal. Aber ich bin Zweiter, das ist ganz gut. Aber mir fehlt irgendwie... Oh, Bullen nervt nicht. Komm. So. Also erster werde ich nicht. Ah, schon gar nicht so. Oh. Hallo. Ich kann das nochmal starten, so wird das nicht, ey. Vor allen Dingen habe ich das falsche gestartet. Also irgendwie macht das Spiel doch weniger Spaß, als ich dachte. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Weil ich habe die Map noch nicht im Überblick. Ja, zum Überspringen hier so. Mir fehlt vielleicht ein bisschen Nitro oder so. Okay, Konzentration. Was macht die Ecke da? Na toll, ich bin wieder Sechster. Und es leckt weiter. Mann! Ey, das Rennen kann ich doch... Ja, die Folge ist schon wieder vorbei.
Meine Güte, das Spiel kostet mich mehr an, als ich dachte. Naja, immerhin habe ich nur 5 Euro gezahlt. Und ich wollte es mir damals schon für einen Vollpreis kaufen, aber ich habe es nicht getan. Und vielleicht ist das auch gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Egal, machen wir nochmal Neustart, weil... Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Nein. Ich laber mal wieder Mist.